Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vorstellungsvideo von dem neuen kostenlosen Update 6, was alle Spieler am 30.03. automatisch bekommen werden. Also ihr müsst ja nicht das DLC oder so kaufen. Dieses Update kriegt wirklich jeder kostenlos. Und ich wollte mir mal mit euch jetzt die Dinge anschauen, die neu sind. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Beobachtungsgalerien an. Da haben wir einmal die Holzbeobachtungsgalerie, beziehungsweise diesen Baumstamm. Und wir haben die Kuppelbeobachtungsgalerie, also den Dom. Die werden wir jetzt gleich mal gemeinsam platzieren, würde ich sagen, die beiden Sachen. Mach mal hier den Dom jetzt hin. Ach, hier muss man mal ein bisschen aufpassen. Also die Baubegrenzungen sind schon wieder gar nicht mal so klein. Aber hier ist halt auch Wasser und sowas in der Nähe. Und da muss man das Ganze natürlich noch mit einem Eingangsgebäude connecten. Da gibt es dann auch verschiedene Gebäude. Das hier ist zum Beispiel das Jurassic World Gebäude. Das ist das DFW Gebäude. Das hier ist das Jurassic Park Gebäude. Die kann ich gleich auch mal nebeneinander noch platzieren. Ich mache jetzt aber erstmal so. Und dann geht man sozusagen hier rein. Oh, da kann man dann auch die Verbindungen bearbeiten. Das ist ja interessant. Könnte ich da mehr als einen connecten? Ich glaube nicht. Hier ist ja nur ein so ein unterirdischer Gang. Aber dann könnten wir uns hier mal die Sicht angucken. Also so sieht das Gebäude erstmal aus von außen. Relativ schlicht, aber ich finde es cool. Ist halt dann direkt im Gehege. Und das kann man auch im Aviarium platzieren. Ist schon ganz schön, ne? Man kann auch die Sicht wechseln. Jo, hier gibt es verschiedene Ansichten in alle Richtungen. Den Baumstamm mache ich jetzt auch nochmal. Den finde ich auch richtig cool. Mal gucken, ob wir hier noch eine Verbindung hinkriegen. Ich habe es halt hier alles sehr dicht gebaut in dem Park. Na, guck mal, das geht aber. Das ist sogar kleiner, das Gebäude. Das ist jetzt das DFW-Gebäude. Und das hier ist der Baumstamm. Da kommt man dann hier unten rein und hier wieder raus wahrscheinlich. Oh, hier ist sogar so ein Gang nach außen, so ein Notausgang. Sieht aber cool aus, ne? Der Baumstamm, sehr hochauflösend. Ist auch cool, dass hier noch so Farne und sowas dran wachsen. Und dass der schön bemoost ist. Man kann sogar nach oben gucken. Das heißt, wenn man das im Aviarium platziert, kann man dort dann auch nach oben schauen. Ja, man hat auch hier wieder vier Kameras oder sogar mehr. Ne, ich glaube vier sind es. Die drei haben wir dann, das sind die Eingangsgebäude. Aber ansonsten hat man die jetzt hier auch schön im Aviarium und die landen auch da drauf, das ist cool. Habe ich mir schon gedacht, guckt euch das mal an. Das ist echt cool, dass die Flugsaurier darauf landen können. Dann kann man die auch mega cool beobachten mit dem Glas da. Kann man direkt die von unten anschauen. Dann gibt es auch noch den neuen Cinematic Camera Mode. Da kommt man mit STRGC rein, ganz normal. Und dann hat man hier den manuellen Kameramodus, den kennen wir ja schon. Der wurde auch ein bisschen überarbeitet vom Menü. Kann man hier auch diese Dinger einblenden. Das sind hier oben die Postkarten, sieht man kaum. Filmlogos gibt es auch, die sind hier oben links. Ja, ist alles jetzt keine Veränderung. Das hatten wir alles schon. Auch die Filter hatten wir. Leitfaden war einfach das Raster, genau. Und dann kann man sogar hier Screenshots machen. Ich glaube, das ging vorher nicht. Ich weiß es aber nicht. Aber man kann jetzt hier auch auf den Cinematic-Kamera-Modus wechseln oder den Filmmodus. Und dann haben wir hier wunderschöne Kamerafahrten durch den Park. Man kann auch immer oben links sehen, wann sich die Kamera wechselt. Man kann hier richtig viele Einstellungen vornehmen. Die gehen wir gleich auch einmal durch. Ich blende jetzt aber erstmal das HUD aus. Und dann gucken wir uns mal so einen Wechsel an. Super, direkt durch so ein Schild durch. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch manuell die Kamera wechseln mit Plus. Ich wechsle mal jetzt nochmal, damit es schneller geht.
Eine Ziegenkamera ist auch mal interessant. Ich werde jetzt ja gleich gejagt. Ich glaube, so viel Glück haben wir nicht. Nehmen wir nochmal eine wunderschöne Fahrt über die Wege. Futterspender werden auch beobachtet. Und dann gibt es auch diese coolen Panorama-Cams, die dann von oben das Ganze filmen. Ich blende jetzt mal wieder das HUD ein, dann kann ich euch mal die Sachen zeigen. Also hier kann man erstmal auswählen, die Filmkamera. Dann kann man den Timer auswählen, wie lange es dauert, bis die Kamera sich wechselt. Kamerabewegung kann man hier auf automatisch einstellen oder halt manuell, dass man es nur manuell weiterschaltet. Man kann alternativ auch hier mit F die Kamera pausieren, dann bleibt die hier. Bleibt sogar stehen. Und dann kann man einstellen, was man genau sehen will. Saurier habe ich jetzt nur Landsaurier eingestellt. Da kann man auch alle einstellen oder das Ganze ausstellen. Beobachtungsgalerien kann man ein- und ausschalten. Touren kann man auch individuell einstellen, wie man möchte. Parkteams, Hotels, Rangerposten, Seilbahnen, Futterstationen, Fahrtansicht, das war diese Kamerafahrt über die Wege. Und die Panoramaansicht war die Kameraansicht von oben. Also da kann man sehr viel individualisieren. Wir gehen das jetzt nicht alles durch. Das könnt ihr dann selber testen. Ich denke mal, die Funktionen habt ihr jetzt alle gesehen und verstanden. Und deswegen können wir weitergehen zum nächsten Punkt nach dieser tollen Fahrt. Und der nächste Punkt auf der Liste sind die neuen Zipline-Varianten. Das war ja die Standard-Zipline. Baue ich jetzt einfach mal hier hin. Ich habe halt hier echt nicht so viel Platz, aber das kennt ihr schon, das Gebäude. Und davon gibt es jetzt halt auch noch eine Jurassic Park-Variante. Auf jeden Fall so ein Holzgebäude. Halt im Jurassic Park-Style, also wie wir es schon bei den ganzen anderen Jurassic Park-Gebäuden kennen. Sieht aber optisch echt cool aus. Und dann kann man auch damit fahren. So, das war's schon. Und dann gibt es auch noch die DFB-Seilbahn. Finde ich auch nicht schlecht. Also ist halt cool, wenn man in dem Stil baut. Das ist dann halt einmal hier das hier. Die sehen ja alle so aus, die Gebäude. Aber die haben wir ja sogar hier. Da passt das halt perfekt zu. Oder halt hier die Jurassic Park Gebäude. Diese brauneren. Das war halt dann hier das hier, passend dazu. Dann gibt es auch noch eine neue Zeitleistenfunktion hier unten. Nämlich der Knopf hier. Das ist Zeitlupe. Jetzt wird das ganze Spiel in Zeitlupe abgespielt. Kann man übrigens alternativ mit der Taste 4 auf der Tastatur einstellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel vorspult und dann die Maus nicht bewegen möchte, einfach die 4 drücken und schon ist man in der Zeitlupe. Und dann kommen wir jetzt zu den Neuerungen im Sandkastenmodus. Da gibt es nämlich jetzt die quadratischen Level. Insgesamt 9 Stück an der Zahl, die gucken wir uns alle jetzt mal gemeinsam an. Wir fangen an bei Isla Nublar Tropisch. Und da sind wir schon. Überspringen das Ganze jetzt mal, damit es schneller geht. Hier haben wir nämlich jetzt eine riesige geglättete Fläche. Quadratisch. Das kann man jetzt gar nicht so einschätzen, aber das ist wirklich riesig. Ich kann mal eben ein Gebäude bauen, was schon echt groß ist. Zum Beispiel so eine Lagune. Und dann kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie groß das hier wirklich ist. Also so eine Lagune, die ist schon echt ein Riesengebäude. Wirkt hier wirklich winzig. So groß ist dieses Viereck. Das hat man auf allen Karten. Ich werde euch das auch auf allen Karten jetzt mal ganz kurz zeigen, damit ihr so ein bisschen seht, wie das von der Hintergrundlandschaft aussieht. Das ist jetzt hier Kalifornien. Auch eine riesige Fläche mit schönen Bergen drumherum. Das ist jetzt die Wüste in San Diego. Finde ich auch besonders cool mit dieser Stadt im Hintergrund. Das hier ist jetzt gemäßigt Herbst. Also Pennsylvania, diese schönen roten Bäume. Auch eine coole Karte hier mit der Küste direkt. Und dann außenrum hat man halt diese wunderschöne Landschaft. Hier haben wir dann nochmal eine gemäßigte Karte. Ich habe jetzt mal ganz rausgezoomt. Das jetzt als Grundlage Deutschland. Dann haben wir als nächstes Kanada, also Taiga. Auch schön viel Wasser drumherum. Als nächstes haben wir hier eine Alpinkarte. Das ist die Biosyn-Zufluchtkarte. Und das ist die verschneite Sierra Nevada-Karte. Hier liegt auch überall Schnee auf dem Boden. Und als letztes haben wir eine Mittelmeerkarte. Malta quasi.
auch schön vom Meer umringt und man sieht im Hintergrund den Hafen oder was auch immer das ist und die Stadt. Und da das ja noch nicht genug ist, gibt es auch noch 3 neue Kartenversionen. Einmal von San Diego, da gibt es das erweiterte Layout. Bei San Diego ist es so, dass einfach dieses Gebäude hier entfernt wird. Dann hat man da den freien Platz. Dann haben wir einmal bei Südwestamerika das Ganze. Da sind dann diese Canyons, sieht man hier ganz gut. In der Mitte sind ganz, ganz viele Canyons. Die sind dann auf der Karte nicht mehr da am Weg. Und das gleiche Spiel haben wir dann auch noch bei Kalifornien. Da sind in der Mitte nämlich auch solche kleinen Berge. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Ach, das ist schon erweitert hier. Ja, auf jeden Fall sind da auch solche kleinen Berge in der Mitte. Die sind dann auch weg. Dann hat man dort auch mehr Bauplatz. Ich kann es euch gerne einmal zeigen, damit ihr wisst, was ich meine. Genau, da sind wir jetzt in Kalifornien. Und damit meine ich hier diese Bereiche. Die konnte man nämlich nicht bebauen. Und die sind dann einfach hier weg und bebaubar. Genau wie das hier. Und das hier. Die 3 Dinger sind dann weg auf der erweiterten Variante. Dann wurden jetzt auch noch die Felsen anders hier angeordnet. Und es gibt eine neue Funktion. Man kann die nämlich jetzt random platzieren. Und hier unten kann man das auch nochmal sehen, ob zufällig drehen ein oder aus ist. Das konnte man vorher aber auch schon einstellen. Hier war das immer zufällige Rotation. Ich glaube aber, das konnte man da vorher nicht sehen. Aber ist ja auch egal. Diese Funktion ist auf jeden Fall richtig cool und die ist auch neu. Denn jetzt wird einfach immer ein random Felsen ausgewählt von der Größe. Und wenn man dann noch die Rotation anhat, dann kann man halt ganz schnell schöne Felslandschaften erzeugen. Ohne viel Arbeit. Und das kann man natürlich in allen Farben machen. Und es gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, aus allen Biomen die Bäume zu platzieren. Wir sind jetzt ja gerade auf einer gemäßigten Karte. Normalerweise hätte man halt nur die Sachen hier, die oberen, die untergemäßigt stehen würden. Aber man kann jetzt zum Beispiel auch die Bäume aus der alpinen Landschaft platzieren. Oder aus dem gemäßigt Herbst. Also eigentlich von allen Karten. Hier sind sogar Kakteen aus der Wüste. Also ich denke mal, die Bäume, die kennt ihr schon. Die muss ich euch jetzt nicht alle zeigen. Aber es ist halt ganz cool, dass man jetzt viel mehr Auswahl hat. Da kann man zum Beispiel dann auch mal ein Wüstengehege auf einer Karte bauen, wo eigentlich gar keine Wüste ist. Also das ist jetzt echt viel mehr Auswahl. Oh, hier ist nochmal Wüste. Was waren das andere dann? Ach, das war Mittelmeer. Okay, Mittelmeer hat auch Kakteen. Falls ihr nicht alle Bäume haben solltet, dann müsst ihr mal hier gucken, wenn ihr das Sandkastenlevel erstellt. Unter Umgebung findet ihr diesen Punkt, dekoratives Blattwerk. Da muss dann halt alle Biome ausgewählt sein. Wenn man nur aktuelles Biom auswählt, dann könnte ich zum Beispiel auf dieser Karte hier nur die tropischen Bäume halt platzieren, weil das eine Tropenkarte ist. Macht aber nicht viel Sinn, ne? Also mehr Möglichkeiten ist immer gut, deswegen würde ich das eigentlich immer auf alle Biome eingestellt lassen. PS4-Spieler und Xbox One-Spieler haben diese Option leider nicht, also alle Biome. Die können leider nur auf die Bäume vom aktuellen Biom zugreifen. Dann gibt es auch noch eine sehr kleine, aber richtig praktische Funktion. Nämlich war es ja immer so, wenn man ein Gebäude platziert, dass er immer direkt aus diesem Menü rausgeht. Das heißt, wenn man 2 Toiletten platzieren wollte, war es immer sehr lästig. Da musste man wieder zurück und wieder neu platzieren. Und wenn man noch eine machen wollte, wieder neu. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, einfach STRG beim Bauen und Platzieren gedrückt zu halten. Und dann kann man die ganz schnell so viele, wie man möchte, platzieren. Ohne, dass der aus diesem Menü rausspringt. Finde ich mega praktisch zum Bauen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch ein paar Sandkasteneinstellungen, die neu hinzugekommen sind. Die findet ihr einmal unter Saurier. Da gibt es jetzt die unbegrenzten Futterstationsreserven. Die konnte man vorher halt nicht einstellen. Das heißt, die Futterstationen halten jetzt ewig und müssen nicht von Ranger-Teams wieder aufgefüllt werden. Dann haben wir noch die Funktion... Nee, was nicht? Bei Park war es, ne? Ja. Lohnsteuer kann man jetzt einfügen hier. Verringert die Einnahmen des Parks bei höheren Einnahmen, wird ein größerer Teil der Einnahmen besteuert. Das heißt, so kann man sich das Ganze ein bisschen schwieriger machen, falls man halt mit Geld spielen sollte. Macht halt jetzt nicht viel Sinn, wenn es auf unbegrenzt ist. Ist aber auch eine ganz nette Funktion für die Leute, die halt mit Geld spielen. Und dann gibt es auch noch eine weitere neue Funktion, die finden wir bei Gameplay, genau. Da gibt es nämlich die Wildfanghäufigkeit. Die kann man jetzt höher stellen. Das heißt, dann bekommt man diese Random Events, wo dann irgendwelche Wildfänge sind. Zum Beispiel 3 Gallimimus wurden eingefangen und müssen irgendwo untergebracht werden. Möchtest du sie im Park aufnehmen? Solche Events meine ich halt. Er ist jetzt gerade ausgegraut, weil wir das hier nicht anhaben. Sobald man das einschaltet, das muss nämlich dafür an sein, kann man hier auch das Ganze höher stellen. Das dürfte es jetzt mit den Änderungen durch Update 6 gewesen sein.
Ich glaube, das ist sogar das beste Update, was wir je bekommen hatten für Jurassic World Evolution 2. Und das Coole ist, er ist für alle kostenlos. Die Patch Notes kommen morgen auch noch aus dem Update. Da stehen dann auch noch alle anderen kleineren Änderungen drin, Bugfixes und so weiter. Falls da nochmal was Interessantes sein sollte, werde ich euch das auf jeden Fall mitteilen. Ich würde mich jetzt über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.